Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Real Talk Video. Diesmal soll es um das Thema Werbung auf meinem Kanal gehen. Und zwar habe ich einen Kommentar bekommen, auf den ich gerne in diesem Video eingehen möchte. Und zwar heißt es da unter anderem: Leider ist es auch so, dass du immer mehr zu einer Werbefrau wirst. Immer und immer wieder preist du deine Kurse an. Das ist doch auch nicht nötig, oder? So, zum einen Werbung für mich selbst. Doch es ist nötig. Also ich lebe davon. Ich lebe tatsächlich davon, dass ihr Coachings bei mir bucht, dass ihr meine Audiokurse kauft. Und deswegen muss ich auch zwangsläufig irgendwie ein bisschen Werbung dafür machen. Ich glaube aber, dass ich euch hier wirklich sehr, sehr vielen kostenlosen Content liefere. Ihr bekommt sehr, 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 sehr viel von mir wirklich kostenlos. Also hier auf YouTube unglaublich viel. Die WhatsApp-Coaching-Impulse kosten euch nichts. Alles, was ich bei Instagram mache, bei Facebook mache, das kostet euch alles nichts. Also ich glaube, dieses Maß von, was ich euch kostenlos gebe und wenn ich dann mal so ein bisschen werbe, da halte ich eigentlich noch gut die Waage. Und es wird irgendwie schlimmer aufgefasst, wenn man für eigene Produkte wirbt, als wenn man jetzt mal bei anderen Mama-Kanälen guckt und da wirklich in jedem Video irgendein anderes Produkt vor die Nase gehalten bekommt. Also ob es jetzt eine reine Produktvorstellung ist oder ob es ein Vlog ist, in dem immer mal wieder irgendwas empfohlen wird, das ist auch Werbung. Und das scheint aber völlig legitim zu sein, als das, was ich hier mache. Wobei ich das, was ich hier mache, eigentlich noch ein bisschen schöner finde, weil das sind meine eigenen Produkte. Das hier ist auch mein Kanal und es sind nicht irgendwelche fremden Produkte zum Beispiel. Und ich werde auch nicht dafür bezahlt, dass ich für meine eigenen Produkte werbe. Deswegen, das wird sich nicht ändern. Also das werde ich immer noch so weitermachen, denn ich lebe davon. Ich bin davon abhängig, logischerweise, dass meine Audiokurse gekauft werden, dass Coachings bei mir gebucht werden. Und ich bin noch nicht so ausgebucht, dass ich jetzt sagen kann, ich habe jeden Monat die Millionen auf dem Konto, ich muss jetzt tatsächlich keine Werbung mehr machen. Also so weit bin ich tatsächlich noch nicht. Und deswegen, ja, erzähle ich das auch immer wieder. Ich erzähle das auch immer wieder, weil immer wieder neue Leute auf diesen Kanal kommen. Also es ist ja nicht so, dass die Leute von Anfang an dabei sind und wissen, was ich mache und was es von mir alles zu kaufen gibt. Deswegen erzähle ich das schon immer mal wieder, dass gerade auch neue Leute einfach wissen. Und dann ist es ja meistens so gekoppelt, dass wir über ein bestimmtes Thema sprechen und ich dann sage, hey, okay, wenn dich das Thema näher interessiert, ich habe das und das und das für dich. Also wenn du da weiter dran arbeiten möchtest, dann biete ich dir auch gleich weitere Möglichkeiten an. Also warum sollte ich das nicht tun? Verstehe ich nicht. Und ich habe mich auch letztens mit einer Freundin über was ganz Interessantes unterhalten und sie hat da so einen schönen Vergleich gebracht, den ich jetzt auch gerne im Rahmen dieses Videos mit euch teilen möchte. Und zwar hat sie gesagt, dieser kostenlose Content, den ich hier biete, den kann man mit einer Parfümprobe vergleichen. Und du gehst doch auch nicht 10-mal zu DM und besprühst dir von deinem Lieblingsparfüm die 10 von solchen Teststreifen, sondern du kaufst doch dann auch irgendwann, weil dir dieses Parfüm so gut gefällt. Und so ist es doch dann auch hier. Also, weil euch mein Content gefällt, kauft ihr im besten Fall irgendwann, weil ihr das gut findet, was ich mache. Und deswegen ist es doch so, also da bei DM stehen doch dann nicht nur die Teststreifen und die Probeflasche zum Sprühen, sondern da stehen doch dann auch die anderen Flaschen, die man tatsächlich kaufen kann. Und genauso ist es doch hier. Also der kostenlose Content ist die Probeflasche. Und dahinter stehen meine Produkte, die ihr dann tatsächlich auch kaufen könnt. Ich fand diesen Vergleich eigentlich sehr anschaulich und hoffe, dass das für euch weiterhin so in Ordnung ist, wenn ich das tatsächlich so mache. Ich finde, dass ich es eigentlich noch ganz dezent und in Ordnung mache, dass das noch lange nicht so ist, dass jedes Video von mir auch eine Produktplatzierung für mich selbst beinhaltet. Schreibt mir gerne, wenn ihr das anders seht, dann muss ich das ein bisschen umstrukturieren, aber ich glaube, ich halte noch sehr gut die Waage zwischen sehr viel kostenlosen Content und ab und an streue ich mal ein, was es denn dann noch so von mir gibt. Und deswegen sage ich jetzt nicht, dass alle meine Audiokurse unten in der Infobox verlinkt sind. Genau, also ich wollte das gerne zu dem Thema sagen, das war mir irgendwie so ein bisschen wichtig, das wollte ich auch nicht auf mir sitzen lassen, so in der Art und Weise. Und ich möchte gerne nochmal auf andere YouTube-Kanäle verweisen, die das in wirklich sehr krassem Ausmaß ganz, ganz anders handhaben, wie ich zum Beispiel.
Genau, das war's zu diesem Thema, zu diesem Real Talk. Ich bin jetzt sehr gespannt auf eure Kommentare. Hoffe, das Video hat euch wieder gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!